Hallo zusammen. Ich hatte eine Zuschaueranfrage. Wie lang läuft diese Doppeldeckelkühlbox mit solch einer 100 Amperestunden Lithiumbatterie? Konnte ich nicht beantworten. Und zwar wollte er wissen, wenn er beide als Kühlschrank benutzt. Habe ich Testraum gestartet, den Testraum eingestellt auf 25 Grad. Diese Boxen, beide Teile auf 5 Grad. Und jetzt kommen wir zuerst mal zur Theorie. Diese Box hier ist ja identisch mit der 81er, die B81 Standard. Die ist genau gleich groß, hat auch 5 Grad. Was ihr fehlt, ist hier dieser Zwischenteil. Von dem her soll sie theoretisch gleich viel Strom brauchen. Diese Box hat hier einen Energieverbrauch von bei 5 Grad innen und 25 Grad außen von 9,2 Watt. Die Batterie hat 12,8 Volt mal, wenn wir ehrlich sind, 102 Amperestunden Kapazität, sind dann 1305 Wattstunden Kapazität. Durch die 9,2 macht eine theoretische Laufzeit von 142 Stunden. Ich habe das eben praktisch getestet, Testraum 25 Grad, 5 Grad eingestellt, 5 Grad eingestellt, angehängt, dann lief die Box 6 Tage und 3 Stunden. Dann ist sie ausgegangen. Das sind 147 Stunden, die ich in der Praxis hatte. Also, das sind 5 Stunden mehr, wie ich in der Theorie habe, im gleichen Gerät vergleichbar. Jetzt habe ich einen zweiten Test gemacht. Da wollte der Kunde wissen, wie viel Strom brauche ich, wenn ich die einstelle auf minus 18 Grad und hier auch auf minus 18 Grad. Wenn ich die beide einstelle auf minus 18 Grad, dann kann ich die praktisch vergleichen mit unserer 81 GT. Und die 81 GT, die hat hier einen Stromverbrauch bei minus 18 auf plus 25 Grad. Das ist die 81 GTA. Oder heute nur noch GT, aber das ist ein anderes Thema. Von 33,8 Watt. Also wenn ich wieder die Batterie habe, ich habe 1305 Wattstunden Kapazität. Durch die 33 ist das theoretisch, läuft die Tiefkühlbox 38 Stunden. Im Praxistest habe ich das wieder getestet und da hatte ich eine Laufzeit von 42 Stunden. Also auch ein bisschen mehr. Was ist beim der GT wird effektiv 18 Grad gefahren und bei hier habe ich dann zwischen 17 und 18 Grad gehabt. Dann kam meine große Überraschung. Ich habe den Test nochmals gemacht, aber hier minus 18 Grad und hier plus 5 Grad. So wie es hier im Katalog drin steht, oder es steht eben gar nicht, sondern ich habe hier Energieverbrauchswerte von dieser B75DX von 11,2 Watt bei 5 Grad innen, 25 Grad außen. Wenn ich das theoretisch rechne mit dieser Batterie, dann komme ich auf 109 Stunden.
Ich habe den Test wieder gemacht und da kam ich dann auf 86 Stunden. Also das heißt, viel weniger Laufzeit als die 109 Stunden, die hier im Katalog drin stehen. Habe ich nachgeforscht, warum das so ist. Ich habe diese Angaben übernommen und die haben getestet, nicht bei minus 18 Grad, wie ich jetzt hier getestet habe, sondern nur bei minus 10. Weil minus 10 reicht für Tiefkühlung. Ja, reicht. Biologisch gesehen reicht das absolut. Wenn ich den Test jetzt wahrscheinlich wiederholen würde, minus 10 und plus 5 Grad, dann würde ich wahrscheinlich auch auf diese Laufzeit kommen von theoretisch 109 Stunden. Ja, das war die Frage zu dieser Doppeldeckel-Kühlbox. Also könnt ihr wirklich einstellen von plus 10 auf minus 18 Grad, jede Kammer separat. Ihr könnt auch hier plus 9 Grad, plus 10 Grad machen für einen Rotwein oder Weißwein. Und hier für Getränke oder Lebensmittel 5 Grad. Also ihr seid absolut flexibel von der Einstellung her. Hier verlinke ich ein anderes Video über die B75DX, wo ich sie effektiver vorstelle. Und hier noch eine B81, das ist die Box, die ich hier erwähnt habe. Und hier unten die B81 GT, die ich auch erwähnt habe. Ich wünsche euch einen schönen Tag.